Unser Weg mit dem Motorrad durch Vietnam führt uns abseits der touristischen Wege des Landes. Wir sind Clara und Jonathan und seit mittlerweile über 15 Monaten mit unseren Rucksäcken auf Open-End-Weltreise. Mit dieser Reiseerfahrung dachten wir uns, wir lassen uns mal auf ein komplett neues Abenteuer ein. Daher haben wir uns ein Motorrad in Vietnam gekauft und fahren damit einmal quer durch das komplette Land. Von Süd nach Nord über 3000 Kilometer. In der letzten Folge dieser Serie haben wir unseren Roadtrip gestartet, sind aus der Megametropole Ho Chi Minh herausgefahren und haben am Ende des Tages gemerkt, dass wir den ganzen Tag falsch gefahren sind und keine der Sehenswürdigkeiten erlebt haben. In dieser Folge geht es weiter mit unserem zweiten Tag auf dem Motorrad. Wir fahren tiefer in das vietnamesische Hinterland, weiter weg von den touristisch bekannten Pfaden und stürzen uns weiter hinein in das Abenteuer mit dem Motorrad durch Vietnam. Es ist ein neuer Tag, wir haben Frühstück an der Unterkunft, das gucken wir uns gleich mal an, wir sind beide ziemlich müde heute. Und ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Kaffee und was zu essen und dann starten wir schon los. Basic Frühstück, aber richtig gut, das spart uns auf jeden Fall eine Menge Zeit, so müssen wir nicht irgendwo hinlaufen und uns was suchen. Die Aussicht hier ist eigentlich ganz süß und ja, so sind wir auf jeden Fall versorgt und können dann relativ schnell starten. Jetzt heißt erstmal alles wieder hier drauf schnallen und hoffentlich heute ein bisschen besser balanciert als gestern, damit wir auch gerade fahren und nicht ein bisschen wackeln. Ich weiß nicht, ob wir uns schlecht angestellt haben, aber der Hotelbesitzer hat uns dann nochmal beim Schnüren geholfen. Leute, da hat einfach nichts mehr gewackelt. Professionelle Unterstützung beim Packen. Heute haben wir so ca. 180 Kilometer vor uns, 4,5 Stunden hat Maps ungefähr gesagt. Also 6 Stunden braucht man bestimmt mit Pausen und allem. Es geht auf jeden Fall gleich los. Nein, nein, war. Du das? Guckt euch mal bitte diesen wunderschönen Hintergrund an, die Berge, die Blumen. Wir fahren hier gleich durch. Ich bin richtig, richtig gespannt. Eine Sache, in der wir definitiv noch besser werden müssen, ist unsere Routine am Morgen. Es dauert wirklich ewig, bis wir fertig sind mit Packen und wirklich dann losfahren. Ach ja, Kamera natürlich nicht vergessen. Wir wollen uns jetzt noch eine Vietnam-Offline-Karte holen, damit wir im besten Fall auch ohne Internet navigieren können. And do you have the whole Vietnam map? No. Also not there? Yeah. Okay, gibt keine Karten. Wir brauchen also Internet. War aber auch irgendwie dumm, sich nicht eine irgendwie nach Bali zu bestellen, aber wir hatten überhaupt nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall müssen wir mal eine finden, vor allem für Nordvietnam dann, weil da, glaube ich, wird das Internet schon ein bisschen rarer als hier. Ja. Wir fahren zwar jetzt immer noch durchs Tal. Rechts und links sind aber schon die ersten Berge und Hügel. Wir fahren durch so kleine, süße Städte, durch komplett Vietnam, ländliches Leben. Und es ist einfach jetzt schon so cool. Hier kommen wahrscheinlich kaum Touris hin oder nicht viele. Und hier einfach durchzufahren an Orte, wo einfach die nicht viele Menschen auf der Welt sehen, das ist einfach so cool, so schön und so authentisch. Es macht richtig, richtig Spaß. Boah, wir stehen hier gerade auf einer Brücke rechts und links von uns fließt ein Fluss. Macht Sinn wegen Brücke. Aber dahinter sind Berge und es sieht so schön aus. Ich glaube, hier werden wir es erstmal jetzt eine Drohne steigen lassen. Oh mein Gott, Leute, ich kann gar nicht glauben, dass wir gerade nur in Südvietnam sind. Alle haben uns gesagt, es wird vom Süden in den Norden jeden Tag besser und besser und besser. Aber die Landschaft ist hier schon so wunderschön. Die Berge, sieht man den da hinten? Ja, die Berge. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie schön der Norden von Vietnam noch werden muss. Ich bin auf jeden Fall ultra gehypt und Jonathan ist da hinten jetzt wieder mal tanken. Wie sollte es anders sein? Der erste Tankstopp des Tages lässt natürlich nicht so lange auf sich warten. Wir sind schon immer in 30 Kilometer gekommen, aber wir sind jetzt so ziemlich restlos leer.
Ich snack auf jeden Fall auch was, ich habe Hunger und dann tanken wir für 2 Euro das Ding wieder voll. Dann ging es immer weiter hinein in die Berge. Für uns auf den ersten Bergpass der gesamten Route. Und Leute, er war einfach nur wunderschön. Hey Leute, diese Landschaft, ich komme einfach nicht drauf klar, wie schön die ist. Wir sind hier mit ein paar anderen Motorradfahrern noch. Alle fahren gerade mit viel Gepäck rum, weil in ein paar Tagen ist hier Tet Holiday. Das ist das vietnamesische Neujahr und davon fast alle Familien nach Hause zu ihren Familien. Und es wurde gesagt, egal ob die sich streiten, ob dieses Verhältnis gut ist, zu Tet ist man zu Hause. Und deswegen fallen wir gerade überhaupt nicht mehr auf, weil alle so viel Gepäck drauf haben. Aber ja, wir fahren alle zusammen hier diesen Bergpass. Die Berge sind jetzt schon so krass. Das weiß ich nicht. Ich habe das auch noch gar nicht detailliert, glaube ich, auf YouTube gesehen. Das ist so schön. Und was soll man sagen, wo man in Deutschland denken würde, es wird in einem Kleinwagen eng, da passt die 4-köpfige Familie mit Gepäck trotzdem noch auf einen Roller. Wir machen jetzt den ersten richtigen Stopp des Tages, trinken einen Kaffee, sind gerade in Bao Lac angekommen und die Stadt sieht einfach so schön aus. Jeder Mensch hier kauft gerade Sachen ein für Tet, also Blumen, deswegen wird überall geschmückt, es werden Blumen verkauft. Ja, jetzt haben wir einen Kaffee und sitzen dann auch an den Bergen. Das Café hat einfach einen Pool. Sie haben nicht nur eine geile Aussicht, sondern auch einen Pool. Das könnte auf jeden Fall echt teuer werden. 1,5 Stunden sind wir jetzt ungefähr gefahren. Wir sind zwischendurch einmal am See angehalten, also 2,5 Stunden sind wir jetzt schon ungefähr unterwegs. Und es ist einfach so traumhaft. Auch jetzt der Blick ist einfach traumhaft. Ich bin ganz schön müde vom Fahren und die Sonne ist echt heftig. Also auch mit langen Sachen irgendwie macht es einem trotzdem ein bisschen zu schaffen. Deswegen jetzt mal eine Pause abkühlen und ein bisschen entspannen. Oh Leute, wir wollten gerade losfahren und genau als wir draufgestiegen sind, quasi hat es angefangen mit Regnen. Also müssen wir jetzt noch kurz stoppen. Wir haben eine kleine Problemsituation. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir den Wetterbericht nicht gecheckt. Aber der hat uns nicht von Regen erzählt. Und er hat immer noch keinen Regen drin. Und wir haben uns gesagt, wir kaufen uns einfach Regenklamotten den Morgen, bevor es regnen soll. Weil die gibt es hier überall. Jeder Laden hat Regenponchos, alles. Und wir dachten, wir kaufen es dann halt einfach morgens. Was wir nicht gedacht haben, ist, dass es ja auch anfangen könnte zu regnen, während wir fahren, auch wenn es nicht angezeigt wird. Also, packen wir jetzt. Leute, es war so klar. Wir haben fertig gepackt, wir haben uns angezogen. Ich habe die dicke Winterjacke, die halt auch regenfest ist. Und es hat komplett aufgehört mit Regnen. Kein Tropfen fällt hier mehr. Und wir sind gerade fertig. Es ist bestimmt eine Dreiviertelstunde die Regentüten gepackt. Also wir wissen, wir haben jetzt ein gutes Setup für den wirklichen Regen. Und es ist ja auch schön, dass es trocken ist. Aber trotzdem, es war klar. Aber damit fahren wir jetzt los. Bei relativ gutem Wetter, keine Sonne. Also eigentlich ist es perfekt. Alles perfekt. Durch den Regen sind wir jetzt ultra verspätet. Das heißt, wir würden heute wieder, um an unser Ziel zu kommen, 2 Stunden im Dunkeln fahren. Und wir haben uns jetzt dagegen entschieden, das Nina. Oh, ist eine Gans! Eigentlich wollten wir noch ungefähr 3 Stunden fahren, um in den nächsten größeren Ort zu kommen, aber das wird auf jeden Fall nichts mehr. Es wird in knapp einer Stunde dunkel, das heißt, wir fahren jetzt noch zu so einem super schönen See, der eh auf der Strecke liegt und suchen uns dort ein Hotel. Dort gibt es richtig schöne Hotels mit Ausblick über die Landschaft und ich denke mal, wir bleiben einfach dort und müssen dann morgen richtig Kilometer schwimmen. Wir sind gerade eben durch wirklich sehr lokale Dörfer gefahren und haben eine Sache gesehen, die für uns als Westerns
absolut unrealistisch ist, hier aber wirklich eine Realität. Und zwar werden hier in Vietnam Hunde und Katzen gegessen. Und wir sind gerade an 6 Hunden vorbeigefahren. 4 davon waren in enge Käfige eingesperrt, 2 waren frei. Die 4 werden wahrscheinlich gegessen. Und kurz danach gab es einen Stand, wo man Hundefleisch kaufen konnte. Da lag auch ein toter Hund auf dem Stand mit dem Kopf noch. Sah absolut grausam aus. Für uns ist es auf jeden Fall unvorstellbar. Hier ist es eine Delikatesse. Wir wollen es auch gar nicht judgen oder so, aber wir dachten, wir erzählen das einfach mal, weil es eben hier zur Kultur gehört und für uns halt komplett unvorstellbar ist. Eine Sache, an die wir uns in Asien wohl nie gewöhnen werden, ist der Müll. Müll und teilweise sogar ganze Hänge voll Müll werden direkt am Straßenrand einfach so abgebrannt. Naja, wieder zurück zu den schönen Dingen. Jetzt ist irgendwie schon krass, normale Reisebuche durch Vietnam an Städten vorbeiführt. Dann ist das wie Halang Bay, aber das waren vor allem nur die Städte, die ich auch noch gar nicht. Aber Vietnam hat einfach so super Hammer aus. Guckt euch mal bitte an, wie die Landschaft hier aussieht. Das Licht ist gerade so schön. Die Landschaft ist der Hammer. Es ist jetzt schon wieder flacher, aber mit dem Fluss und dem See und den Tälern und den Bergen, es sieht einfach so unheimlich schön aus. Das Verrückte hier ist, irgendwie fährt man gerade so durch ein Local-Dorf durch, wo alles ganz cool aussieht und so. Halt typisch, ein paar Hütten und so weiter. Dann fährt man um eine Kurve rum, steht plötzlich vor dieser Brücke hier und dann ist man da drauf und nach links und nach rechts. Sieht es einfach so aus. Vietnam hat einfach so viele Überraschungen zu bieten. Oder? Da sind Ziegen am Hang. Oh ja. So viele Überraschungen zu bieten. Wirklich, überall. Egal wo man lang fährt, plötzlich erschreckt man sich. Wow. Wir halten hier gerade mitten in der Pampa. Wir haben den Motor jetzt einfach mal ausgemacht. Man sieht die Sterne mit Licht vom Motorrad schon so krass. Das ist unglaublich. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie so die Geräusche hier sind ohne uns und wie hell die Sterne sind. Sieht okay. So schön aus. So, wir sind jetzt an diesem Bergpass in einem kleinen Dorf angekommen. Hier gibt es ein Hotel. Wir machen mal Walk-in, fragen, ob wir noch ein Zimmer bekommen können. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus und die Aussicht, wenn es hell ist, sieht wirklich toll aus. Wir haben noch nie in Vietnam Walk-in probiert bisher. Das ist Nummer 1 jetzt. Mal gucken. Es gibt hier einfach Räume mit komplettem Seeblick. Also ins Tal, wir sind ganz oben auf dem Berg und wachen wir morgen früh mit dem schönsten Blick auf. Und das kostet so 14 Euro, glaube ich. Aber ja, mal gucken, wie es aussieht. Wir schnappen danach unser Gepäck. Erstmal in den Raum gucken. Dann auf jeden Fall essen gehen. Die Stadt oder das Dorf sah richtig schön dekoriert aus. Überall waren Lichterketten. Und das ist so krass, das ist irgendwo nirgendwo. Und jedes zweite Haus ist ein Shop oder ein Restaurant. Wow. 20 Euro? 14. Oh, wow. Komm mal rein. Wow, das muss morgen richtig, richtig schön aussehen. Für den Ausblick abonniert den Kanal und schaut das nächste Video. Das kommt ein oder zwei Tage später. Wir konnten uns diesmal wirklich verständigen. Wir haben uns jetzt Reis mit Ei und Gemüse bestellt. Ich bin gespannt, was ankommt. Aber ich habe auf jeden Fall schon ziemlichen Hunger. Wie sieht es bei dir aus? 7 Stunden Moped fahren. Wir haben auf jeden Fall seit unserem Frühstück Baguette und Omelette nichts gegessen. Nur einen Kaffee getrunken, ein bisschen gesnackt. Ich habe richtig Hunger. Wir sind die letzte Stunde seit der Brücke auf jeden Fall durch absolut kranke Landschaften gefahren. Ich weiß nicht, ob das hier ein bekannter Pass ist. Ich glaube nicht. Ich habe jedenfalls von nichts gelesen. Es
war so schön. Wir konnten leider nur erahnen, wie es tagsüber aussieht, weil wir schon wieder im Dunkeln gefahren sind. Essen ist da. Reis, Gemüse, Ei. Vollkommen fein, richtig gut. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer guten Appetit an uns selbst. Und wir haben gerade noch etwas bekommen. Das hat sie auch noch gebracht. Wow, so gut einfach. Unser zweiter Fahrtag auf dem Weg in den Norden des Landes hat uns mit unglaublichen Landschaften und Aussichten überrascht. Hat uns auf Wege und in Orte von Vietnam geführt, die nur wenige Touristen jemals betreten werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like und einen Kommentar da. Das hilft uns unglaublich weiter. Und folge uns, um in der nächsten Folge zu sehen, wie wir die atemberaubend schönen Central Highlands von Vietnam erkunden. Bis dahin, ciao!